Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Animal Crossing New Leaf hier in Baumtal. Und oh mein Gott, hatte ich die letzten Tage keine Zeit für Animal Crossing. Das ist das Problem an Dingern, die man täglich aufnehmen muss. Wenn man keine Zeit hat, ist direkt Kacke. Geschenk entfernen. Was hatten wir bestellt? Ach, diesen coolen Sessel da. Genau, ich habe gerade gesehen, wird da oben was gebaut? Da wird was gebaut. Oh, wer baut denn da? Bitte jemand Cooles. Ach, Vivian, die ist noch gar nicht hingezogen, weil wir so lange nicht gespielt haben, oder was? Ist ja cool. Dann warten die ja auf einen. Ist ja stylisch. Jedenfalls hatte ich absolut überhaupt keine Zeit im Moment oder die letzten Tage hier großartig was aufzunehmen. Wie einige von euch vielleicht auf Twitter mitgekriegt haben, habe ich seit letzte Woche Dienstag zwei neue Wellensittiche, die ein bisschen viel Aufmerksamkeit gebraucht haben tatsächlich. Normalerweise lässt man die so die erste Zeit voll in Ruhe, aber die waren mehr so von wegen, gib mehr Aufmerksamkeit, ist okay. Und dann funkte da noch die Arbeit dazwischen und alles mögliche. Also ich hatte da echt wenig Zeit zum Aufnehmen, sage ich auch. Ganz ehrlich, das ist halt... Oh, da will jemand was von mir. Edith. Oh, Winzling. Ich wollte dich wissen lassen, dass ich ein neues Abenteuer vor mir habe. Ich habe gelesen, dass ein Umzug gut für die persönliche Entwicklung ist. Das fand ich faszinierend. Deshalb werde ich am 16. eine neue Stadt ziehen. Nein! Winzling, wieso sagst du denn sowas? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich umziehen soll. Na gut, ich ziehe nicht um. Du hast recht, ich muss auch an andere denken, an meine Freunde. Das klingt immer voll böse. Wisst ihr, alle anderen sagen dann immer so, oh, du hast mich hier voll vor dem Fehler bewahrt und sowas. Und dann diese Aussage damit, ja, ich muss auch an meine Freunde denken. So, als wären wir voll das egoistische Arschloch. Ich meine, sind wir. Wir verbieten Leuten, dass sie wegziehen dürfen. Aber das ist voll gemein. Sag halt wenigstens irgendwas Nettes. Was wollte ich einmal erzählen? Ach ja, genau. Andere Spiele aufnehmen geht halt immer so schön im Voraus. Sowas wie, was weiß ich, Pokémon oder Harry Potter oder so. Das habe ich halt irgendwie für die nächsten zwei Wochen im Voraus habe ich das fertig. Aber Animal Crossing lässt sich halt nur so kacke im Voraus aufnehmen. Maximal so für zwei Tage. Wenn man jetzt halt nicht komplett irgendwie, was weiß ich nicht, was skippen möchte. Also klar, ich könnte jetzt halt auch einfach im Voraus aufnehmen und immer einen Tag weiter skippen. Und dann wären wir halt irgendwann einfach voll weit im Voraus, sind wahrscheinlich irgendwann im April angekommen, obwohl wir erst Januar haben oder sowas. Und das möchte ich halt eigentlich eher weniger. Und deswegen fällt dann halt leider lieber mal eine Folge aus, als dass ich hier jetzt so voll unrealistisch nächste Woche Ostern feiere oder sowas. Dafür hat Melinda mir aber eben gesagt, Steffen ist zu Hause, dass heute Tugendtag ist und sie was für uns hat. Oh, schon wieder eine Fundsache, das gehört bestimmt wieder Edith. Dann würde ich sagen, oh Moment, wenn ich die jetzt, doch, ich habe noch einen Platz im Inventar frei. Infoschalter wegen Veranstaltung auf dem Festplatz geschlossen. Ah, okay, dann, gehen wir mal zum Festplatz und schauen da, hallo Katrin. Oh, da ist Pierre, ich will mit Pierre reden. Hallo. Ja, was geht? Schönes Wetter für einen Spaziergang. Was? Piep, piep. Willst du was Bestimmtes? Piep, piep. Lass mal quatschen. Hey, Wuschel, hast du Lust, heute mal bei mir vorbeizukommen? Was? Warum fragst du? Um meine Möbel anzugucken, dich mit mir zu unterhalten und so. Ich will eben, dass du den wahren Pierre kennenlernst. Was meinst du? Pierre, nicht jetzt. Da habe ich wohl ziemlich überrumpelt. Was tut mir leid. Wo schnell, du hast mich nicht überrumpelt, aber du hast mir erst in der Stunde Zeit und dann nehme ich nicht mehr auf. Boah, Wuschel, siehst gut aus. Hab dich ja mindestens schon eine Woche nicht mehr gesehen. Nom, 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 nom. Okay. Oh, guck mal, da ist Jens ja auch. Hey, das ist ja Wuschel. Hallo, was wolltest du nochmal? Eine Runde plaudern, Jens. Oh, denkst du, dass Chris schon mit seinen Vorbereitungen angefangen hat? Da müssen wir zusehen, dass wir unsere Wunschzettel fertig kriegen. Ich frage mich, wie Chris es geschafft hat, alle unsere Geschenke zu besorgen. Wirklich erstaunlich. Psst, psst. Unsere Aufgabe jetzt im Dezember ist es nämlich, oh, Victor ist auch zu Hause, rauszufinden, was die Bewohner an Weihnachten haben wollen. Die werden euch da immer so Tipps geben, von wegen, das ist bunt oder eine Farbe. Halt sagen, mein Geschenk ist blau oder es ist ein Kleidungsstück oder sowas. Und dann müsst ihr an Weihnachten kombinieren. Oh, endlich können wir mal wieder reden, Wuschel. Ich weiß nicht, ob du mich die ganze Zeit einfach ignoriert hast oder ob du beschäftigt warst, aber ab und zu mal Hallo sagen sollte doch möglich sein. Ich weiß, Victor, es tut mir leid. Hallo, Wuschel, was gibt's? Rede mit mir, bitte.
Denkst du, dass Chris schon mit seinen Vorbereitungen angefangen hat? Dann müssen wir zusehen, dass wir unsere Wunschzettel fertig kriegen. Genau das gleiche hat Jens mir eben erzählt. Deswegen erzähl ich es jetzt dir. Ach, dir hat Jens das auch schon erzählt. Oh, Mensch. Ja, kacke. Ist immer lustig, wenn die einem halt genau das gleiche erzählen. So. Dann, genau, wir sollten zu Melinda. Hier, Nikolaus Tag in Animal Crossing. Alles ist noch voll gelb hier und im wahren Leben ist gerade alles übergefroren. Ist es bei euch auch so? Bei uns liegt mir kein Schnee, aber es... Oh, guck mal. Oh. Oh, Frau Bürgermeisterin, heute ist endlich Tugendtag. Hier ist ein Geschenk zum Tugendtag, Frau Bürgermeisterin. Bitteschön. So ein Geschenk, also eine Geschenksocke bekommen heute alle braven Mädchen und Jungen in Baumtal. Als Bürgermeisterin bist du für alle ein Vorbild und solltest immer auf dem Pfad der Tugend wandern. Oh, wie cool, wir haben eine Geschenksocke bekommen. Das ist voll cool und wir können hier coole Fotos machen. Das ist voll cool. Das schneide ich, glaube ich, fürs Thumbnail aus oder so. Was macht sie hier? Den beschränkten Blick und hier, oh, hier ist sie böse. Das ist süß. Sehr schön. Ja, gut, dann haben wir eine Geschenksocke bekommen. Die können wir einmal, wir müssen auch mal gucken, dass wir es jetzt zu Hause langsam. Oh, Doro, hallo. Mensch, du willst halt sogar noch mehr auf dich selbst. Was fliegt an? Erzähl mir was. Weißt du, was ich von unserem guten alten Baumtal am tollsten finde? Unsere Obstbäume. Ich sag's dir, ich hätte gerade so Lust auf einen Baumtalapfel. Hey, würdest du mir vielleicht einen bringen? Sag mal. Ja, kann ich machen. Das ist für mich los, oh Mann, ich kann's kaum erwarten. Uiui. Und da geht wieder der Animal Crossing Gänfluch los. Ich glaube langsam, dass das was mit dem Stimmenverstellen zu tun hat. Kann das sein? Gibt es da irgendeine scientific-logische Erklärung für, warum ich beim Stimmeverstellen ständig gähnen muss? Ich habe das bei anderen Let's Plays nicht. Und da ist das so in meinem... Ich wollte was verkaufen. Ist das so in meinem Unterbewusstsein festgesetzt? Oh, mir fällt gerade auf das... falsch. Was? War hier Pokémon? Nein, hier war kein Pokémon. Vielleicht schneide ich das auch gleich einfach drüber. Dann habt ihr gar nichts gesehen. Ansonsten habe ich jetzt die ganze Zeit mit dem Pokémon-Layout aufgenommen und nicht mit dem Animal Crossing-Layout außenrum. Aber wie gesagt, wahrscheinlich schneide ich das einfach gleich im Schnittprogramm schon so. Das heißt, ihr habt überhaupt nichts gesehen. Wundert, denkt euch jetzt so, was labert die Alte da? Was kann ich für dich tun? Ich möchte bestimmt was verkaufen. Du kannst den Floh haben. Du kannst den Gyroid haben, das bist du. Ach, du bist der Schwingsessel, okay. Ein Fossil kannst du von mir aus haben, habe ich jetzt keinen Bock abzugeben. Den kannst du haben, das kannst du haben. Western-Tee-Tisch. Brauche ich den? Nee, ne? Mir hat gesagt, wenn ich einen Pilz esse, passiert was Lustiges. Das möchte ich gleich mal machen. Diesen Schachtisch, der kann weg. Die Astro-Uhr kann weg. Meine Geschenksocke will ich behalten. Und das kann auch weg. Lass mich das mal zusammenrechnen. Ja? Ja, ja, klingt machbar. Ist voll okay. So. Bitteschön. Sollte es nicht ab heute... Ach nee, ich glaube ab dem 11. oder so, ne? Ich glaube, ab dem 11. soll Schnee liegen hier in Animal Crossing. Ich esse jetzt diesen komischen Pilz. Ich habe Angst. Lol. Okay. Eine Runde Super Mario. Auch nicht schlecht. Was habe ich jetzt noch im Inventar? Nur so Zeugs. Ich muss das mal sortieren hier. Das muss ich behalten. So, und jetzt muss ich nach hier oben. Ja, die Fundsache ignoriere ich da jetzt mit Absicht. Edith kann das mal selber finden. Die soll mal halt spazieren gehen und gucken. Gehört eh alles Edith, was hier verloren ist. So, gehen wir mal hier rein. Ich muss auch mal wieder bei Gerd einkaufen. Oh, da gibt's den Tannenbaum. Ich will den Tannenbaum haben. Ja, hallo, willkommen und all so ein Schissel. Gib mir den Tannenbaum. Ah, der Tannenbaum, eine gute Wahl in der Tat. Dieses Item haben wir nur zu dieser Jahreszeit im Angebot. Es empfiehlt sich also rechtzeitig zuzuschlagen. Für nur 2480 Sterne gehört dieses Item dir. Da habe ich dein Interesse geweckt. Ich nehme das aber sofort. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ich bestätige hiermit von dir, 2480 Sternis erhalten zu haben, Funkel. Sollen wir das jetzt schon dekorieren oder sollen wir warten, bis hier Schnee liegt? Das müsstet ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ah, der Parkettboden, eine gute Wahl in der Tat. Das macht so und so viele Sternis, aber sie möchten ihn erst begutachten. Gut.
Der ist eigentlich, wenn ich hätte Lust, unser Haus so ein bisschen altbacken einzurichten, da wäre der eigentlich gar nicht so scheiße, ne? Ich kaufe jetzt erstmal alles Mögliche. Wir haben das ja hier voll. Der Festtagsteppich. Dann möchte ich den wahrscheinlich auch haben. Wahrscheinlich wieder übelst teuer, ne? Erst begutachten. Oh, den will ich unbedingt haben. Oh, den will ich unbedingt haben. Kann das gleich bestimmt gar nicht mehr einlagern alles. So, wie sieht's mit den Tapeten aus? Ne, die 3D-Tapete ist hässlich. Die brauche ich nicht. Das weiß ich schon. Alter, habe ich gerade Sternis rausgehauen. Und nee, die brauche ich auch nicht. Nee. Ja, ich sehe mir unsere Waren ganz in Ruhe an. Wenn Vivian dann irgendwann mal hier wohnt, was ja wahrscheinlich morgen sein wird, morgen habe ich tatsächlich sogar Zeit zum Aufnehmen, dann können wir ja auch mal die nächste Amiibo-Karte testen. Ich muss noch was gucken, fällt mir gerade ein, jetzt wo wir Dezember haben. Mal schauen, ob sie das dann auch hier haben. Hi, grüß dich, willkommen in unserer Schneiderei. Ey, lange nicht gesehen. Warst du auf Reisen? Falls du mir irgendwelche Souvenirs mitgebracht hast, mein Briefkasten freut sich. Okay. Genau das hier suche ich nämlich. Eine Weihnachtsmannhose. Hübsch, wie putzig sie wirkt. Findest du nicht? 800 Sternis kostet sie. Die nehme ich, weil die brauchen wir. Also wenn ihr jetzt in euren Klamottengeschäften hier oder beim Schuhhändler Weihnachtsmann-Sachen seht, müsst ihr die kaufen. Die braucht ihr nämlich dann am Spielzeugtag am 24. Hier ist heute aber tatsächlich nichts. Ich glaube, es gibt auch jeden Tag nur ein Item. Ich gucke gerade nochmal im Schuhladen. Aber ich glaube, da dürfte eigentlich nichts sein. Oh doch, ich glaube, sind das eine da die Weihnachtsmannstiefel? Die hier? Hey, ein Weihnachtsmannschuh, putzig. Das ist genau dein Look, was? Das Paar kostet 960 Sternis. Na, was meinst du? Willst du die Schuhe mal anprobieren? Nö, ich kauf die direkt. Oh, Katsching, ich liebe es, wenn die Kasse klingelt. Danke dir. Die sind auch voll süß. Will ich die für den Winter haben? Hey, ein Fliegenpilzstiefel. Der putzige Stiefel hat's dir angetan, was? Das Paar kostet 600 Sternis. Was meinst du? Willst du die Schuhe mal anprobieren? Ja, anprobieren bitte. Das bringt's immer voll nicht, weil er genau vor einem steht und man die dann doch nicht sieht. Na, fühlen sich denn fürs Wohl darin, wenn du die Schuhe nimmst, krieg ich 600 Sternis. Ich lass sie gleich an. Oh, Katsching, ich liebe es, wenn die Kasse klingelt. Ich danke dir, ich verstehe deine Eintreter in deinen Taschen in Ordnung. Nein, da hast du überhaupt nichts zu suchen. So. Danke, komm bald mal wieder vorbei. Mach ich bestimmt nicht. Weil Schuhe braucht man halt tatsächlich nie in Animal Crossing. Oh, guck mal, da ist Heinrich. Hallo. Winzling, Squeep. Was liegt an? Erzähl mir was. Ah, auch unterwegs. Okay. Das war das most random Gespräch, was ich jemals hatte. So, jetzt will ich meine Bude ein bisschen einrichten. Zumindest schon mal so andere Sachen wegräumen, die jetzt nicht so weihnachtlich sind. Und dann könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Und dann, schauen wir mal, was halt cooler ist oder was ihr cooler findet, wenn wir das alles jetzt schon dekorieren. Oder wenn wir halt warten, sag ich mal, bis jetzt irgendwie der erste Schnee liegt oder so. Ich muss auch mal die Blumen um mein Haus so umdekorieren, wenn es gar nicht mehr... Gehen die weg? Gehen die eigentlich weg im, Die Blumen im... Oh Gott, Deutsch. Im Winter. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Wir müssen mal gucken. Wenn wir es dann soweit haben, muss auf jeden Fall hier der Schrank weg. Und das Sofa und die Lampe, die passen dann nämlich nicht mehr. Dann hätte ich für die Zeit gerne ein anderes Bett. Ich weiß gar nicht, haben wir da noch irgendwas? Ich muss mal gucken, was wir überhaupt noch an Möbeln haben. Wir haben eine Laterne, Bronze, Angelpokal, Büroschrank, Pünktchenschrank, Gruselsessel... Designer-Sofa, das ginge erstmal noch, das Designer-Sofa. Pünktchen Bett, Rokoko-Kerzenhalter, der passt auch gut in die Weihnachtszeit. Ich packe mir das mal gerade alles so ins Inventar. Was da so halbwegs reinpasst. Genau, hier sind die ganzen Gruselsachen, da könnten wir so ein Normalbett. Es gibt ein Weihnachtsbett, aber vielleicht. Huch, scheiße, ich schmeiß gerade meinen Stift weg. Ich weiß gar nicht, ob wir das bis dahin haben. Okay, die Kürbissachen brauchen wir bis dahin nicht. Oh, wir haben jetzt sogar ein Herbstbett. Dann kann ich das ja erstmal noch... Was ist das? Ja. Passend aufstellen. Nun, geh da rein.
Was haben wir hier? Noch einen Abfallkorb, eine Papierlaterne und eine Westernkommode. Gut, weil dann tue ich das hier nämlich erstmal weg. Ich glaube, das Herbstbett ist bestimmt auch eine Nummer größer, ne? Dann stelle ich das doch mal... Wo haben wir es denn? Normalbett, Blattbett, Herbstbett. Hinstellen? Okay, nee, es ist tatsächlich klein. Ich das so drehe, mich jetzt hier hinstellen, ne, und das so... Und dann so. Und dann machen wir wieder ein bisschen Wohnzimmer-Tetris. So. Und so. 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 Noch ist es ja hier durchaus herbstlich. Also bei uns im, habe ich glaube ich eben schon erzählt, hier wo ich wohne, ist alles tatsächlich ziemlich übergefroren. So. Dann kann ja auf jeden Fall das eine... Bett da schon mal wieder, das Blattbett, genau, in den Schrank. Den Tannenbaum, ich tue den mal erstmal hier unten gesondert hin, genauso wie unsere Geschenksocke. Weihnachtsmannschuh, das tue ich gleich. Jetzt haben wir normale Regenstiefel an, Weihnachtsmannhose, das muss ich auch mal wegräumen gerade. Die Weihnachtsmannhose tue ich auch mal hier hin, dann wissen wir, dass die das ist. So, jetzt die Schuhe. Hier, unsere Regenstiefel müssen da hin. Ist irgendwie auch nicht so sortiert. Ne, die Schirme müssen eigentlich weiter nach unten. Die Brille hier kann von mir aus ihr eigenes Ding haben. Ja, was haben wir denn alles für Schuhe? Eine Hauspantoffel, Schneestiefel, Spitzensöckchen. Das kann eigentlich alles mal weg. Ne? Also hier den Weihnachtsmannschuh brauche ich. Wildleder, Damenschuh brauche ich für den Sommer, glaube ich. Schneestiefel, Hauspantoffel, die Schneestiefel können eigentlich weg, weil ich ziehe dann einfach immer die Weihnachtsmannstiefel an, glaube ich. Hauspantoffel braucht kein Mensch. So, die Regenstiefel behalten wir, das waren nämlich die, die wir anhatten. So, das kann weg, Festtagsteppich, so, den muss ich auch verstauen, dass wir den dann bei Zeiten einrichten. So, der Pünktchen über die Schirme habe ich, glaube ich, auch in Grünwald immer irgendwo hier unten hin sortiert. Parkettboden, genau, den wollte ich dann, wenn es irgendwann mal so weit ist, unten auf den Boden packen. Das Normalbett brauchen wir dann aber doch nicht. Ich dachte erst, dass das vielleicht noch ganz gut passt, aber wir haben ja jetzt ein Herbstbett erstmal. Den Rokoko-Kerzenhalter, den kann ich doch mal irgendwo anbringen. War der für die Wand? An die Wand. So, kann ich jetzt auch, wenn ich... Geht die Lampe aus? Ja, und wenn ich das jetzt auch ausmache, dann haben wir hier immer noch ein paar Kerzen brennen. Das ist schön. So, dann, was noch? Doro wollte noch einen Apfel haben. Wir brauchen noch ganz dringend mal Musik hier in unserem Haus. Ich mag das immer nicht, wenn es so unglaublich ruhig ist, wenn wir in unserem Haus rumwerkeln. Was ich jetzt tatsächlich auch mal mache, wie viel Platz habe ich? Vielleicht muss Doro doch noch auf ihren Apfel warten. Ich verkaufe erstmal den Scheiß und dann pflanze ich uns schon mal. Obwohl, nein, ich mache das, wenn der Schnee liegt. Ich möchte jetzt am liebsten alles schon so winterlich dekorieren hier. Aber, ich finde das in Animal Crossing schöner, wenn wir warten, bis der Schnee liegt. Oder? Wie gesagt, ihr müsst mir das mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Ob wir das jetzt irgendwann... in den nächsten Tagen schon machen. Oder ob wir damit noch ein bisschen warten wollen. Ich meine, wenn es hier jetzt halt so aussehen würde, wie es wirklich schon aussieht und man erkennen würde, dass es hier kalt ist, dann ist das ja was anderes. Aber es ist hier halt so, es sieht mir aus wie so ein unglaublich sonniger Herbsttag. Hier, komm, einmal dran schütteln. Dann kann Doro auch gleich ihren Apfel kriegen. Falls wir sie nochmal treffen. Doch, ich weiß auch schon, wie ich das hier einrichten möchte dann. Ich habe auch schon einen Weg rausgesucht, durch den wir dann unseren Herbstweg hier erstmal ersetzen. Und deswegen, ich kann es jetzt kaum abwarten, dass es hier bitte endlich mal Winter wird. Melinda steht hier immer noch in ihrem unglaublich cuten Weihnachtsmann-Outfit rum. So mitten im gefühlten Herbst. Alter, zieh doch einfach weg. Ich müsste eigentlich jetzt dann irgendwie morgen oder so noch einen neuen Bewohner einladen, damit wir Monique dann rausmobben können.
Ach, du bist wieder ein super toller Tag, oder? Uiui, also was gibt's eigentlich? Hier, probier doch mal. Habe ich für dich gepflückt. Uiui, ich habe mich ja so darauf gefreut. Uiuiuiuiui. Ja, hier einmal den Apfel frisch aus Baumtal. Bitteschön. Nein, nein, Knöpfchen für Vorfreude, Wuffel. Ja, die ist ja so, das ist ja sowas von oberlecker. Ich liebe diese Frucht. Miam, miam. Danke, dass du mir das gebracht hast, was ich wollte. Dafür gebe ich dir diesen Himmelsglobus. Globus, gut. Danke, 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 dass du mir die Frucht gebracht hast. Immer wieder gerne drum. So, ich würde sagen, das war's dann aber auch, damit ich die Folge heute noch hochgeladen kriege. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder zu einer weiteren Folge Animal Crossing New Leaf. Wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Kommentare, was ihr davon haltet. Ich persönlich fände es, glaube ich, cooler, wenn wir es erst dekorieren, wenn so um den 11. rum hier der Schnee liegt. In Animal Crossing liegt der Schnee, glaube ich, auch bis Februar. Das heißt, bis dahin wird es hier, glaube ich, auch winterlich aussehen. Und ja, ich bin gespannt auf eure Meinung. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.